Sollen wir jetzt mitten auf Redstone Torch switchen? Sollten noch Torches kommen. Yes. Sick. Da kommt richtig viel jetzt. Gleich ist vorbei, glaube ich. Machen wir das mal durchlaufen lassen. Junge, ich habe meinen eigenen Shop fast leer gekauft. Holy shit. So, hier. Der Observer. Der Redstone Shop. Warte mal, wer von euch sollte zuerst machen? Ich glaube, Heiko, du zuerst, okay? Okay. Versuch mal, ohne was abzubauen, in den Shop reinzukommen. Ich schau nicht hin. Machen wir mal weiter. Bin drin. Oh, war nix. Ach, Ton! Nix spoilern, ich guck grad nicht. Der, ja. Jawohl! Geil, what? So, Hugo, jetzt du. Okay. Holy! Da war schon offen. Warte, ja, warte, bis er wieder zugeht. Soll er sich gleich schließen? Ja, jetzt, okay. Guck schon. Hey! Hey! Moin. Heiko hat was gemacht. Hey, was machst du, Heiko? Manny, können wir das als Idiotenschutz bezeichnen? Wow. Ja. Ey, Heiko hat alles kaputt gemacht. Nee, ich stand nur im Weg, sorry, du lass nochmal. Hey, was? Sei ruhig. Ja! Let's go! GG! Ja, wegen dem Ton. Welcher Ton abgespielt wird, den musst du da nochmal drücken. Ja, aber der am Anfang ist ein anderer Ton als der abgespielt wurde. Es sind drei unterschiedliche Töne und du musst halt den richtigen drücken. Wo sucht man hier rein? Wo hast du das sofort gecheckt? Oder? Heiko hat drei Anläufe gebraucht oder so. Okay, verstehe. Ich dachte auch, es ist Simon Said so. Reihenfolge und dann habe ich das zweite Mal nicht richtig gehört und das dritte Mal. So, Hugo. Hier ist so ein Dir. Dankeschön. Schau dir mal den Shop an. Heiko, brauchst du irgendwas Redstone-mäßiges vielleicht? Boah, ich brauche wirklich was Redstone-mäßiges, warte. Super, Produkt, dass du gerade da bist, Joe. Das ist perfektes Timing. Das ist der erste Test jetzt gerade mit anderen Leuten. Ja, bitte Produkt des Boosts auswählen. Ich kann einkaufen, was ich möchte jetzt hier drin, ne? Genau, also alle Seiten, die beschriftet sind bisher. Repeater, Comparator, Torch, Observer, Piston normal, Coming soon. Ja, genau, es wird noch mehr kommen. Da kriege ich nichts. Genau. Alles andere ist Scam. Okay. Also es kommen erst Produkte, wenn welche requested werden, aber das Hauptding ist logischerweise Redstone. Hä, hey, geil. Okay, warte, ich versuche. Hugo muss da weg. So, ist schon da. Da war gar kein Sound, hä? Ja, Sound kann man noch einbauen. Sound kommt noch. Hab ich noch nicht gemacht. Auch kein Dropper klicken oder so, wie geil. Ja, das ist, weil das ein Produkt ist, was ein bisschen weiter weg ist. Ich glaube, nur die ersten drei hörst du. Ja, funktioniert. Hey, richtig sick. Bro, ich baue gerade was, ich werde hier so viel einkaufen gehen. Kleiner Tipp. Erkennen, wie viele Dias man reinwirft. Also quasi genau, ja, du kannst auch mehrere Dias reinwirfen. Dann erkennt er das. Hat er gemacht. Ich habe zweimal Repeater gekauft und hat mir 8 Stück gegeben. Als generelle Info, mein Hauptding ist ja, Redstone-Blöcke zu verkaufen. Die anderen Sachen sind so Quality of Life, wenn du gerade keinen Bock hast, die zu craften oder Quarz zu farmen oder so. Die sind natürlich teurer als nur Redstone, ja. See. Wenn du en masse brauchst, lohnt es sich am meisten, Redstone zu kaufen. Okay. Boah, geil, Alter. Crazy. Beni, was meinst du? Erster Kundentest erfolgreich? War erfolgreich, ja. Es haben beide Sachen blendend funktioniert. Dass einmal diese Kamera da draußen so einfach cool ist oder man rafft es nicht. Dass beides funktioniert und das Kaufsystem auch funktioniert. Also, all good. Ein bisschen dekorieren kann man es hier natürlich noch. Das werde ich auch noch machen. Dass man hier so Itemframes für die Produkte oder sowas hinpackt oder so. Hugo, hast du gerade den Ausgang nicht geschafft? Ja, doch. Ich wollte nur gucken, wie das funktioniert. Der lächelnde Observer. Ja, danke dir nochmal. Ja, gerne. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für das Redstone. Ich musste Hugo einen Dia geben, damit er mitkommt, by the way. Aber es hat sich ausgezahlt. Heiko, stopp, bitte. Okay. Ich gebe dir 3 Dias, wenn ich dich töten darf. Okay, mach, Hugo mach, cast, mach. Hugo cast. Nein, nicht töten. Doch. Warte. Heiko. Loot seinen Dia von mir. Loot den von mir und gib ihm den wieder. Bei den Dia nehme ich gerne. Warte. Ich wollte eigentlich dir und Hugo noch eine Kleinigkeit zeigen und ich glaube, das ist was für Hugo. Der braucht ein bisschen. Können wir ihm nicht eine Curse of Vanishing-Dings-Elytra oder irgendwas da hinlegen? Hat wer was da gerade? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, her mit den Dias. Gut, ich gebe dir sogar 4, weil ich dann schon mitgeprockt habe. Dankeschön. Bitteschön. Perfekt. Wo ist Stegi gerade? Stegi macht den Unfug, Leute, oder? Mal entführen, wenn ihr möchtet. Oh, hast du was für ja, uns? Ja, klar. Folgt mir mal. Okay. Hugo rallt halt echt nicht. Aber insane. Oh.
Oh, das kenne ich schon. Oh, was ist das? Kennt es denn schon? Du kennst es schon. Castcrafter kennst du ja, schon? Ja, okay. Stig hat mir schon gezeigt. Ich kenne das nicht. Ist saugeil. Weiß nicht, aber der ist auch gar nicht mitgekommen. Also. Veni, das ist ein Spiel, aber du kannst aktuell mit einem Cobblestone spielen. Ich habe nicht mal einen Cobblestone. Ja, ja, ja. Warte, ich organisiere dir welche. Ich fand's richtig, richtig geil. Also, ich war sehr begeistert davon. Das freut mich sehr. Veni, das ist ein Mathe-Spiel, bei dem ohne Erschrecken tatsächlich. Mathe, Mann. Naja, pass auf. Wir werden nachher Minecarts entlang fahren. Immer wenn Minecart von rechts nach links fährt, da rechnest du plus eins. Wenn der Minecart von links nach rechts fährt, dann rechnest du minus eins. Okay. Und Ziel ist es, am Ende die richtige Zahl zu sagen. Ein Cobblestone reinwerfen, dann geht's los. Du fängst mit 0 an. Du rechnest immer mit von 0 aus. Von links nach rechts ist. Von rechts nach links ist plus 1, von links nach rechts ist minus 1. Okay. Die fahren auf unterschiedlichen Ebenen. Jetzt sind wir schon mal bei 3. Jetzt sind noch 2, 1, verstehst du es super rechnen, Mann. Boah, ich bin durcheinander gekommen. Alter, das ist übel komplex, holy shit. Ich muss mir erstmal merken, welche Richtung okay, minus plus ist. Gast du auch? Ich glaube, ich bin nicht, ja. Was sagst du? Ihr könnt es ausprobieren, wenn du dann drück. Oh, hey. Bam. Könntest du mal versuchen. Ich glaube, warte, noch nicht aktivieren. Ich glaube, es ist 0. Würde mich jetzt auch mal interessieren. Nee. Auch falsch. Okay, habe ich mich auch verzählt. Scheiße. Okay, holy shit. Ja, es geht ganz schön zur Sache. Okay, warte. Reicht das denn vom Schwierigkeitsgrad her? Oder ja, soll das noch schwerer machen? Das reicht, glaube ich. Ja, das reicht nee, locker, Carsten, ja. Frage ich jetzt. Ach so. Ja, nee, also auf jeden Fall. Ich glaube, also ich habe es jetzt nur zweimal gespielt oder so. Zwei Stiege einmal jetzt. Aber... Oh, leider. Fuck! Oh. Das ist so schwer! Runter, die hier unter dem Teppich fahren, die zählen übrigens nicht. Das muss man, also das muss noch ein bisschen schön gemacht werden. Okay, das ist voll geil. Ein sehr cooles, uniques Game, was da gebaut wurde. Danke, danke, danke. Kommt das ins Casino? Ja, es ist halt, ich wollte es deshalb nicht fürs Casino bauen, weil das ein, ist ja kein Glücksspiel, sondern es ist ein Skill-Game. Man könnte Dias farmen, meinst du? Das war ein Challenge für Blizzard. Der hat quasi gegen Wichtiger angetreten und die musste herausfinden, welche Lampen angehen, wenn der Schalter umgelegt wird und ich habe den Rätsel gebaut. Also. Okay. Veni, was meinst du? Wollen wir Stegi nochmal fragen, gucken, wie der auf den Shop reagiert? Ja, das wollte ich eigentlich eh auch. Stegi und Isa wollte ich noch fragen. Die waren eh in der Gruppe. Warte, ich schau doch, ob die in der Gruppe sind. Ja, das sind voll viele in der Gruppe. Warte mal. Hallo. Hallo, ihr. Hallo? Stegi. Hallo? Isa. Komm mal zum Shopping District. Wir haben den Shop geöffnet und es lohnt sich mal vorbeizuschauen. Stegi, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, als wir in deinem Shop waren, Holz kaufen? Ja. Ja. Was heißt das jetzt? Nix. Dass du wahrscheinlich auch was bei ihm kaufen musst. Oh, wieso bist du als Übersetzerin da, Isa? Oh, Entschuldigung. Aber Isa kauft doch bestimmt auch gerne was, oder? Nee, ich bin neue Shop-Eröffnung, da will man doch bestimmt mal einmal. Weiß nicht, habt ihr Sale oder so? Noch nicht. Aber du kannst es dir trotzdem angucken, musst du nichts kaufen. Aber Stegi okay. Schon. Du hast sicher Redstone gebrauchen gerade. Nee, noch nicht. Ich würde es gleich angucken. Ich wollte eigentlich noch was anderes den anderen gerade zeigen. Na, du kannst ja kurz eben vorbeikommen, Stegi. Wenn ihr Zeit genommen habt. Wir haben Erwartungen sogar an dich, dass du in den Redstone-Shop reinkommst. Das ist, glaube ich, eher die Sache, glaube ich, Veni, oder? Ich glaube, er schafft es. Also, wenn du länger als Hugo brauchst, um in den Shop reinzukommen, Stegi, dann ist Hugo besser in Redstone als du. Bin auf dem Weg. Perfekt. Veni, du musst Norman nachher auch mal fragen. Tatsächlich, ich glaube, der wird auch seinen Spaß hier haben. Basti und Fabio, yo, aber Fabi ist nie. Oh, ich bin da. Warte, lauf nicht davor, sonst. Okay. Nee, nee. Stegi, du musst in den Shop reinkommen. Du hast keine ohne was abzubauen. Okay. Und nicht spoilern, weil Isa will das dann vielleicht auch noch sehen. Oha. Ja, direkt beim ersten Versuch. Nicht schlecht. Strong. Ach so. Also, okay. Ich hab jetzt sozusagen, man muss... Okay. Ja, nee, wenn du wieder rausgehst, dieser Ausgang, kannst du noch ein zweites Mal reingehen. Dann verstehst du es. Okay. Okay. Bro, ich höre das nicht mehr richtig. Alter. Weil der... Okay, der ist ja leicht jetzt. Ja, okay, aber da hatte ich jetzt auch Glück, okay. Das ist geil gemacht. Verstehe, verstehe. Okay. Hast du den Shop auch angeschaut jetzt? Ich hab's wieder raus. Ich geh da mal rein. Stegi. Oh. Bro, ich... klingt der nicht anders? Jawohl. Ich höre das so schlecht. Ich finde, von hier hört sich so viel besser an, als wenn du da vorne bist, weil der eine so weit weg ist und deswegen klingt der so komisch. Das ist der, der am Schluss kommt, wenn man damit nur ein bisschen überlegen muss. Ja. Und jetzt guck hier, da kannst du die Seite aufschlagen, was du haben willst und wie viel kriegst du mir von dir kriegst. Boah, das ist cool. Gibt noch nicht so viele Produkte, also sind jetzt mal die ersten paar drinnen. Hauptding ist sowieso Redstone, also Redstone-Blöcke sind noch am billigsten. Wenn du mal Redstone-Blöcke kaufst zum Beispiel oder was auch immer du halt brauchst gerade, kannst du einfach dann immer die Dias hier reinlegen. Auch mehr als einen. Muss nur die Seite aufgeschlagen sein. Ja, okay, sein, das ist cool. Auch noch nie gesehen davon. Hast du reingelegt? Nee, ich hab noch nichts. Ich hab keinen Dia gerade dabei, glaube ich. Ja.
Ich gebe einen aus. Yeah! Dann hole ich mir jetzt einen Observer. Wie viele? Okay, ein paar. Danke für 12 Observer. Dankeschön. Let's go. Der ist so saugeil. Also wirklich geil gemacht. Er ist ein kreativer Shop. Auf jeden Fall. Ja, Joe hat die besten Ideen. War wenig Idee. Also ja. Idee. Geil, Mann. For real. Hättest Hugo gerade vorher sehen sollen, wie der versucht hat ranzukommen. Hat er nicht gecheckt? Hat ein bisschen gedauert. Oh, also halt auch. Du raten wenig. Da hast du Chancen 1 zu 3, ja? Mhm. Sehr nice. Und wir upgraden das ja auch noch, ne? Da kommt ja noch was dazu, was ich auf Discord geschrieben hatte. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja. Ja, ja. Das, alles zu seiner Zeit. Das sind dann die Features zum Neujahr und Weihnachten dann. Okay, alles klar. Gut, dann ich würde mich rausklinken, ihr Lieben. Das hat Spaß gemacht. Hau rein. Okay. Ciao, 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 ciao. Wobei, warte, eine Frage habe ich noch. Carst, hast du den Psycho-IQ-Test gemacht? Ich bin ready. Nee. Hättest du Bock, den zu machen? Du kannst dabei aber sterben. Wo ist der? Nein. Ist er das eigene Gruppe schon gehen? Carsten, ich mach mal kurz die Gruppe auf. Einen Moment. Okay, dann bin ich hier auch raus. Whatever. Gestern machen wir Schluss für heute. Der Shop steht. Ich bin gespannt, was bei dem an Umsatz reinkommt, während ich in Brasilien bin. Wie viel dann im Shop drinnen ist, wenn ich wieder da bin. Wir gehen jetzt nochmal rein und schauen mal, was wir bisher an Dias drinnen haben. Also wir haben aktuell drinnen 5 Dias. Die nehme ich jetzt mal raus. Jetzt ist er leer. Dann schauen wir mal, was da zusammenkommt. Perfekt. Ding steht. I am so ready for it.